So, wie gesagt, es war ein bisschen wenig Gewicht auf der Hinterachse, wo der Akku vorne war. Deswegen kommt er jetzt hier raus. Jetzt geht ganz. So. Und sitzt dafür jetzt direkt auf der Hinterachse. Also erstmal provisorisch hier mit so einem Winkel halt eben festgemacht. So. Mal die Funke hier einschalten. Klick. Mehr als 50% Speed war auch nicht möglich zu fahren. Zumindest geradeaus nicht. Aber jetzt müsste das schon wieder ganz anders aussehen. Läuft super. Ja. Jetzt geht's aber. Alter, ist der schnell. Aber Drift müsste auch gehen. Ich komme mal etwas näher ran. Alter, komm mal zurück. Ja, komm zurück. Komm zurück damit, Andi. Ich hoffe, die Karre hat alles weggesteckt. Wie schaffst du das immer? Scheiße. So. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Keine Macken dran, kein gar nichts. Hauptsache, der Akku ist noch da, wo er hingehört. Ist er nicht. Ein bisschen verrutscht. Ja, müsstest. Wahnsinn. Alter, die Reifen, ey. Alter. Die sind ordentlich warm. Was denkst du denn? Die Reibung ist extrem, ne? So, Speedtest. Dafür ist übrigens auch das Akkufach da, was man nicht benutzen kann. Nur um das iPhone da reinzupacken. Platz ist genug. Zufälligerweise stehen wir hier auf einer Landebahn. Hinterschlag ist gleich minimal. Die ganze Landebahn um zu wenden. Ja. Super!
Wechsel noch einsetzen. Damit kommt man auf jeden Fall über 100. Aber dann kannst du es nicht mehr steuern. Reicht das so? Das ist schnell genug, würde ich auch sagen. Seite kann ich näher ran. Okay. Alter! Ja, dann fahr mal hier durch. Geht's besser tatsächlich. Merkst du voll die Steine entgegenfliegen, ne? Voll Gesandstreut.